Da ist er jetzt, Andreas Pietschmann, 51 Jahre jung und hat schon bereits in 79 Film- und TV-Produktionen mitgespielt, unter anderem in Dark. Und Dark ist ja für mich sozusagen, sag ich mal, das ist ja was Einzigartiges, also quasi die Serie aus Deutschland, die ja wirklich international für Furore gesorgt hat. Bei IMDb.com nur 0,5 Prozentpunkte unter Game of Thrones. Aha, ja, okay. Und ein Riesenerfolg weltweit. Ich meine, als sie das Angebot bekommen haben für Dark, was haben sie da gedacht? Was war so der erste Gedanke, der durch den Kopf geschossen ist? Dass doch keiner wusste, was das für ein Brett wird. Ich wusste auch nicht, was das für ein Brett wird. Ich war sehr froh und sehr glücklich, weil ich gleich bei der ersten Lektüre der Drehbücher, als ich die bekommen habe, gemerkt habe, okay, das ist heißes Zeug. Und das ist eine besondere Geschichte. Da will ich gerne unter allen Umständen, wenn es irgendwie geht, in welcher Form auch immer, dabei sein. Gerade auch zu Beginn, als ich noch gar nicht wusste, klappt es oder welche Rolle könnte es sein. Aber mir war klar, das ist eine sehr besondere Geschichte. Ein Buch in der Art bekommt man ganz selten. Eigentlich fast hatte ich das noch nie auf dem Tisch. Und deswegen habe ich mich dann, als klar war, ich kann dabei sein, sehr gefreut. Jetzt sind Sie ja nicht nur in irgendeiner Rolle zu sehen. Sie sind ja im Endeffekt der ältere Jonas, der Hauptdarsteller. Also wirklich eine wirklich zentrale Figur, die ja auch dann vor allen Dingen in der zweiten und dritten Staffel immer wieder eine größere Rolle bekommt. Wie war das, diese Figur zu spielen? Also quasi dieses Schlüssellied zu sein und dann halt eben auch, ich sag jetzt mal einfach, das alles so wunderbar reinzubringen, weil ich finde, dass sie das mit einer unglaublichen Emotionalität spielen, die mich als Zuschauer persönlich wirklich sehr, sehr angesprochen hat. Das freut mich. Ich habe das aber gar nicht so empfunden, dass das jetzt die einzige und wichtigste zentrale Figur ist. Es ist richtig, dass man am Schicksal Jonas Kahnwalds der Geschichte folgt und die ein bisschen wie ein roter Faden sich durchzieht. Aber es geht um sehr viele Schicksale. Es geht um vier zentrale Familien, die viele Mitglieder haben, denen man durch die Zeit folgt und die alle ihre Bedeutung haben. Und das macht ja Dark auch gerade so aus, dass das ein Ensemblestück ist. Da sind 80 Schauspieler beteiligt, 70 wichtige Rollen, 40 sehr wichtige und dann noch irgendwie 10 oder so, die sehr viel im Fokus stehen. Aber letzten Endes würde die Geschichte nicht funktionieren, ginge es nur um Jonas Kahnwald und um Martha Nielsen. Sie würde auch nicht funktionieren, wenn es nur um die anderen Satelliten drumherum ginge, sondern es gehört alles zusammen und das eine bedingt das andere. Und dass dann die Figur, insbesondere in der Entwicklung im Laufe der zweiten Staffel und dritten Staffel, dann so viele Abgründe zu spielen hat und ich als Schauspieler so viele zu spielen hatte und dass es so ein unglaublicher Kosmos wurde, der durch so viele Dinge bestimmt, durch so viele Zeiten, durch so viele Erlebnisse und einfach so eine Tiefe besitzt, das war natürlich ein großes Glück. Das konnte ich aber zu Beginn noch gar nicht absehen. Aber das war natürlich eine ganz besondere Rolle für mich und eine, an die ich mich immer erinnern werde. Gab es beim Dreh irgendeinen Moment, der Sie irgendwie emotional wirklich sehr berührt hat oder der halt eben auch besonders ergreifend war, wenn Sie zurückblicken auf die Dreharbeiten? Naja, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, den Zuschauern, die das noch gar nicht gesehen haben oder die jetzt erst anfangen, gab es das natürlich. Das war auch nicht zu Beginn, weil ich da ja erstmal auf die Reise ging mit vielen und lange auch einfach ein wichtiger Informationsträger war, der den ganzen Kosmos erklärt hat. Das kam erst im weiteren Verlauf, in der zweiten Staffel, in Begegnungen mit Martha, in Begegnungen mit meiner Mutter, die auf eine Art und Weise stattfinden, wie das eben sonst kein normaler Mensch erlebt. Und das hat mich schon, also schon beim Lesen, beim Vorbereiten, dann auch beim Drehen, extrem berührt. Und das Schöne ist, dass ich das Glück habe, was so selten zusammenkommt, dass ich dann auch das Endprodukt so toll finde. Also diese drei Sachen kommen ja selten zusammen, dass man irgendwie so gerne dahin geht, weil man die Leute alle liebt, dass man eine tolle Figur hat, die einem einen großen Kosmos bietet und viele Abgründe, viele Emotionen zu spielen und dass man dann das Endprodukt auch noch mag, drittens so gerne. Und das hat einfach mir deswegen besonders viel bedeutet. Ja. Ich finde immer diese Behind-the-Scenes-Geschichten so nett, wenn man so merkt, dass eben auch bei so einer professionellen Produktion, bei so einem Riesending wie Dark, auch mal ein bisschen was Witziges passiert, was daneben geht, irgendwie so kleine Pannen auch mal sind. Erinnern Sie sich da an was, irgendwie an irgendwie so einen lustigen Moment? Naja, also meine Figur hat nicht allzu viele, schon mal per se von der Geschichte her, nicht allzu viele lustige Momente zu erleben, sondern die sind eher tragisch, emotional, traurig, verzweifelt sehr oft. Deswegen allein vom Spiel her, von den Situationen gab es das wenig und wie man vielleicht auch gesehen hat bei den Pannenvideos, die es gab von Dark, da war ich gar nicht beteiligt.
Also irgendwie ist in dem Fall nie irgendwo hinten ein Bild runtergefallen oder jemand gestolpert über ein Kabel. An was besonders Lustiges weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich erinnere mich an emotionale Momente sehr, sowohl was die Szenen bedingt, als auch was zum Beispiel diese ganze Reise betrifft, die wir gemacht haben. Ich war an dem letzten Drehtag der dritten Staffel, also am letzten Drehtag der ganzen Geschichte von allen drei Staffeln, bin ich extra spät nachts ans Set gefahren, weil ich wusste, das ist das letzte Mal, jetzt fällt die letzte Klappe. Wir waren jetzt alle 3-4 Jahre zusammen und verabschieden uns jetzt von der Reise, weil die Geschichte zu Ende ist. Und ich war gar nicht beteiligt, wir waren draußen im Wald nachts um 2. Und das war ein unglaublich emotionaler Moment, als das ganze Team, das sehr zusammengeschweißt war, mittlerweile wusste, okay, jetzt lassen wir die Schlüssel fallen. Das war wahnsinnig schön, weil der Zusammenhalt war groß, es war traurig, weil es zu Ende ist. Und gleichzeitig waren wir alle glücklich, dabei gewesen zu sein. Und das war ein toller Moment. Was Lustiges, wo mit mir was Lustiges passiert, das waren eher andere. Ich weiß gar nicht, wo was Lustiges gewesen wäre. Wo man sich so schleppt. Natürlich hat man mal irgendwie sich versprochen oder Sätze nicht rausbekommen, aber das ist ja schon ein Gemeinplatz. Das passiert natürlich immer, dass plötzlich Schauspieler den Text nicht wissen oder nicht rausbekommen. Oder ich habe natürlich Wortverdreher drin gehabt, aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau an welche, was genau das war, weiß ich nicht mehr. Apropos emotional, was ich persönlich sehr emotional fand, das war der Kuss zwischen Ihnen und Lisa Vicari. Aber es gab den Moment irgendwie, wo dann trotzdem dann irgendwie dann diese emotionale Bindung da war, obwohl Sie jetzt irgendwie eine Generation weiter sind, sind Sie immer noch Jonas und es kommt dann... Genau, so. Genau. Aber diese Szene, die gab es, also ich meine diese Szene halt immer so. Wie war das, die zu drehen? Keine Szene wie jede andere, aber jetzt auch nicht sozusagen vom Schwierigkeitsgrad oder von der Normalität anders als andere Szene. Das war natürlich ein besonderer Moment, weil das die große Liebe meiner Figur ist, der er immer hinterher rennt, von Beginn an. Und alles, was er tut, tut er eigentlich nur, um ihr Leben zu schützen und um sie zu retten vor allen Dingen. Das ist ja das die Hauptmotivation des älteren Jonas, des Fremden. Immer die Dinge so umzudrehen wieder, dass Martha leben kann und sie zu retten. Und deswegen ist diese Begegnung natürlich eine ganz besondere gewesen, die erste. Und natürlich auch dieser Kuss, eine Form von Erlösung. Es geht vielleicht doch, eine Hoffnung keimt auf. Vielleicht gibt es doch eine Zukunft, auch eine gemeinsame, selbst wenn ich weiß, ich bin jetzt schon an einem völlig anderen Punkt und passe eigentlich gar nicht mehr zu ihr. Mir war total bewusst, dass das ein ganz besonderer Augenblick ist und war auch ein bisschen unsicher, ob der hoffentlich so wirken wird, wie es notwendig ist für die Serie, weil das natürlich ein hochemotionaler Moment auch für alle Betrachter ist, die Martha und Jonas folgen. Aber es macht ja auch keinen Sinn beim Drehen, sich dann da deswegen so verrückt zu machen und sich unsicher zu machen. Mein Gott, wenn ich das jetzt nicht hinkriege, dann wird der ganze Film, die ganze Serie nicht funktionieren. Du musst halt versuchen, locker zu bleiben und die Situation zu nehmen, wie sie ist und offen zu bleiben und das anzunehmen, was dir entgegengebracht wird, das hineinzulegen, was man sich vorstellt und was man sich vorgenommen hat, gleichzeitig auf den Regisseur zu reagieren, was er sich wünscht, was vielleicht ein anderer Moment ist oder eine andere Intensität, als man das selber gesehen hat. Das gehört aber zu unserem Handwerk. Das ist also unser täglich Brot, dass wir dafür offen und verfügbar sein müssen. Und deswegen versuche ich mich in solchen Situationen dann nicht zu sehr einzukrampfen und zu viel zu wollen, sondern einfach mal es passieren lassen. Ob das gelungen ist, muss man dann betrachten. Also ich habe es nur als Zuschauer gesehen und es war einer der Momente, wo mir bei Dark wirklich die Tränen in die Augen gekommen sind. Also ich habe dann wirklich ordentlich Wasser gelassen, weil ich mich einfach bewegt habe. Ich erinnere mich schon auch, dass als es ging, bei mir war es gar nicht der Kuss, aber schon die erste Begegnung wieder als Zeitreisender mit der Liebe meines Lebens, die mich zuerst mal nicht erkennt, also den älteren Jonas nicht erkennt und ihr dann im Laufe der Szene bewusst wird, du bist das. Das weiß ich schon noch, dass ich, das war beim Spielen natürlich besonders und auch als ich es gesehen habe, dachte ich mir so, Wahnsinn, mein Gott, was ein Erlebnis, was ein Kosmos. Aber das ist natürlich einfach Jantje und Bo, die das erfunden haben. Sozusagen, das Zeug lag ja da. Wir mussten nur noch unsere Gesichter leihen. Und das ist schon unvergesslich. Und das fand ich auch sehr berührend, als ich es dann gesehen habe. Weil Lisa es auch einfach toll gemacht hat. Wenn Sie jetzt im realen Leben eine Zeitmaschine hätten, wo würden Sie hinfliegen? Welche Epoche würde Sie reizen? Also ich würde auf alle Fälle nicht in die Zukunft fliegen. Auch wenn man natürlich neugierig ist und vielleicht gerne mal gucken will, das wurde ich auch schon öfter gefragt, aber ich glaube, ich tue ganz gut daran, meine Zukunft nicht zu kennen.
weil ich sonst auch irgendwie vielleicht nur versuchen will, was zu verändern oder auf den Punkt hinzuleben oder zu sagen, jetzt ja egal, weil das kommt ja noch. Nee, ich finde das, glaube ich, ganz gut, überrascht werden zu können und das nicht zu wissen. Mich würde eher die Vergangenheit interessieren. Und da gibt es natürlich viele Momente, die mich durch Bücher, durch Geschichten, durch Filme, die ich gesehen habe oder Geschichtsbücher interessieren. Aber eigentlich finde ich momentan am interessantesten, zum Zeitpunkt meiner Geburt zurückzureisen, um vielleicht auch mich besser zu verstehen und zu verstehen, was war das für eine Zeit, was hat da die Leute bewegt, was ging ab, wie war die Atmosphäre, weil ich ja auch irgendwie dadurch geprägt bin, aber natürlich keine so konkrete Erinnerung daran habe. Aber ich würde mich gerne mal beobachten können und wissen, wie war die Zeit und auch vielleicht meine Eltern besser verstehen, die in der Zeit 6 Kinder, ich habe 5 Geschwister, großgezogen haben, was ja auch schon mal echt eine ganze Aufgabe ist. Und diese Zeit war sicher auch interessant in Deutschland. Der Krieg, den wir jetzt weit entfernt wähnen und dessen Geister wir irgendwie oder viele Leute ignorieren wollen, war noch viel präsenter natürlich, weil das erstmal gut 20, 25 Jahre her war. Und wie es da so aussah in Deutschland und was in den Köpfen der Leute vorging, das würde mich interessieren. Also im Moment würde mich das am meisten interessieren, da hinzureisen. Warum sind Sie Schauspieler geworden? Das wüsste ich auch gerne. Also faszinierend tut mich natürlich schon am meisten diese Möglichkeit, aus der eigenen Welt auszusteigen für eine Zeit lang und in einer anderen Welt, in einer anderen Realität zu leben. Das funktioniert natürlich am Theater noch besser, wo ich ja herkomme und was ich sehr viel gemacht habe als beim Film, weil du beim Film immer kleine Schnipselchen machst und das ist wesentlich technischer als das Theater, wo du tatsächlich mitunter wirklich für 3 Stunden in einem Theaterabend dann in eine andere, in eine fremde Welt einsteigen kannst. Und ich erinnere mich, als ich das als Jugendlicher die ersten Male beobachtet habe, im Theater hat mich das fasziniert. Wahnsinn, das ist alles ausgeblendet, dass ich diese scheiß Lateinhausaufgaben noch nicht gemacht habe. Ist gerade alles egal, weil die leben gerade vor 200 Jahren und die haben einen ganz anderen Konflikt. Die lieben sich und das geht nicht und dann ist der dazwischen und der will aber auch und der ist eifersüchtig und gleichzeitig werden die hintergangen, da gibt es die Intrige. Wow, hat das für mich einen Kosmos geöffnet, der mich einfach fasziniert hat. Ohne zu dem Zeitpunkt noch daran zu denken, dass ich das selber machen würde. Aber die Faszination war da. Und dann bin ich später durch Zufall einfach erst sehr viel später damit in Berührung gekommen, weil ich eigentlich den Plan hatte, Fußballprofi zu werden. Das habe ich lange verfolgt und habe sehr viel Fußball gespielt und mit leidlichem Erfolg. Und dachte, das ist mein Weg, das finde ich geil und so. Und da habe ich was ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, das muss ich versuchen irgendwie zu pflegen. Und dann kam das erst relativ spät bei mir, dass ich durch Zufall an einem Abend, einem besonderen Abend im Theater war und merkte, okay, und dann tat sich da gerade ein Tor auf, da stieg einer aus in einem Off-Theater. Oh, kann ich das machen? Der will nicht mehr, darf ich übernehmen? Ja, wer bist denn du? Ja, gut, probier mal, lass uns mal ein Bier trinken und so. Und so kam das, es war ein bisschen Zufall und dann habe ich erst gemerkt, wie toll das ist. Aber als Jugendlicher hatte ich das noch gar nicht gewünscht. Und jetzt bin ich aber froh, weil ich einfach die Chance habe, immer wieder mich selbst neu zu erfinden und andere Realitäten zu leben und Dinge zu entdecken, die mir sonst wahrscheinlich nicht begegnet wären. Also ich bin jetzt sehr froh mit dem Beruf. Gibt's auch was, auch eine entscheidende Frage, was Ihnen als Schauspieler richtig auf den Sack geht, beim Dreh zum Beispiel? Nichts Prinzipielles. Es gibt natürlich Situationen, die unangenehm sind, wenn du, keine Ahnung, mit den Kollegen nicht klarkommst, wenn dir deine eigene Eitelkeit im Weg steht. Es gibt Situationen, wo du zu bist, wo du nicht verstehst, was der Regisseur von dir will. Oder selbst wenn du selber willst, kriegst du es gerade nicht hin und du spürst, ich weiß eigentlich, wie es sein soll, aber ich kann es gerade nicht. Ich kann es gerade nicht, weil ich abgelenkt bin oder so. Dann muss man versuchen, damit umzugehen, die Wege zu finden, das eigene Handwerk zu entwickeln. Wie kann man das dann über Bord werfen, kurz loslassen und dann doch versuchen hinzukriegen. Das sind Dinge, die machen Angst, wenn man dreht, wenn man dann merkt, scheiße, jetzt versage ich und ich komme da jetzt nicht hin. Kannst aber jetzt nicht sagen, okay, ich brauche mal 2 Stunden für mich und so, weil die Zeit gibt es nicht am Set. Dann musst du es auf den Punkt bringen. Das ist gleichzeitig aber auch die Herausforderung und das, was ich liebe. Also es gibt Situationen, die sind sehr unangenehm. Man hat immer den Albtraum, nicht vorbereitet zu sein, den Text nicht zu können. Du hast den Albtraum, ich als Theaterschauspieler auch, einfach die Vorstellung zu verpassen, dass plötzlich das Telefon klingelt, du bist gemütlich zu Hause bei Mama oder so. Und dann rufen sie an aus Hamburg und sagen, wo bist denn du? Die Vorstellung fängt gleich an. Und so, also das sind solche Sachen, aber es gibt nicht prinzipiell was ich generell hasse. Aber es ist auch ein Job wie jeder andere, der Vorteile und Nachteile hat. Dinge, die man liebt, Dinge, die man hasst.
Also es ist jetzt auch nicht immer nur ein Zuckerschlecken, kann auch sehr hart sein. Und vor allen Dingen ist das ein ständiges Auf und Ab zwischen mal Erfolg, dann Misserfolg, kommt keine Arbeit, passt du nicht, hast einen schlechten Film gehabt, bist du vergessen. Also das hat auch mit Glück zu tun und damit im richtigen Zeitpunkt da zu sein, dann die Chance zu erfassen, aber es ist nicht selbstverständlich. Also es gibt auch Leidensdruck in dem Beruf wie in jedem anderen. Okay, letzte Frage von mir wäre jetzt noch, wo Sie ja schon erwähnt haben, dieses Auf und Ab und man weiß nicht, ob es nochmal einen Job gibt. Jetzt hatten wir ja diese Corona-Zeit gehabt, sind immer noch mittendrin. Mhm. Wie hat sich auch Ihr Leben als Schauspieler durch Corona verändert? Ja, mein Leben als Schauspieler ist quasi nicht existent einfach seitdem. Ich war gerade damit befasst, einen Tatort zu drehen. Endlich mal einen Franken-Tatort, also in meiner fränkischen Heimat. Und dann kam Corona und der wurde mittendrin abgebrochen. Der ist auch jetzt noch nicht zu Ende gedreht. Sprich, der muss auch noch stehen, weil wir im Februar, März gedreht haben. Die Bäume hatten keine Blätter, es war Winter, das kannst du jetzt nicht weiterdrehen. Da muss man auf den nächsten Winter warten, um das weiterzumachen. Und seitdem gibt es keine Arbeit. Ich habe seitdem ein Hörbuch gemacht vielleicht, weil man das auch alleine im Studio völlig getrennt von jemand anderem aufnehmen kann. Aber das war alles. Also insofern hat sich das Leben als Schauspieler geändert, dass ich jetzt vielleicht mal ein vorsichtiges Interview machen kann. Das ist aber ja nur in zweiter Linie meine Arbeit, weil meine erste Arbeit verstehe ich, als ich stehe vor der Kamera oder ich stehe auf der Bühne im Theater und spiele. So, und nicht, dass ich darüber rede, so wie jetzt. Und das heißt, diese Arbeit ist einfach gerade weg und das bringt natürlich auch dann Sorgen mit sich, wie geht's weiter, wann kommt wieder Arbeit, wann verdient man wieder was, ich habe eine Familie. Gleichzeitig habe ich natürlich sehr viel Zeit mit meiner Familie verbracht, weil die Kinder auch nicht in der Schule waren. Wir haben sie immer zu Hause unterrichtet und man hat sich mal wieder mit Schulstoff befasst, den man schon lange für begraben hielt und wo man dachte, okay, das habe ich hinter mir, das brauche ich nie wieder. Plötzlich braucht man es wieder. Das war auch interessant, es hat die Familie zusammengeschweißt, aber das nagt natürlich auch im Nervenkostüm, wie das bei allen anderen auch ist, die durch Corona betroffen sind und weniger Arbeit haben. Sie haben auch sicherlich weniger Interviews machen können in der Zeit. Und insofern hat sich mein Beruf als Schauspieler, der steht ein bisschen und natürlich wächst die Lust und die Leidenschaft, dann geht's wieder los, ich will wieder spielen und man liest die Bücher, die man geschickt bekommt. Keine Ahnung, kann das noch stattfinden, kann es nicht stattfinden. Jetzt habe ich Aussicht, dass ich ab September, also quasi nach einem halben Jahr Pause, meine erste Arbeit wieder machen kann und da hofft man einfach. Aber ich versuche das Beste draus zu machen und einfach all das, worauf ich zurückgeworfen wurde, jetzt ernst zu nehmen, zu ergründen und das Beste draus zu machen und zu sehen, wo die Chancen liegen und viel Liegengebliebenes aufzuholen und Zeit mit der Familie zu verbringen. Vielen herzlichen Dank. Gerne.